Ground and pound. Ground and pound. Ground and pound. Hallo liebe Fans und Freunde von Ground and Pound Radio. Willkommen zur ersten Ausgabe von Open Mat, die Radiosendung für den BJJ und Grappling Sport. Diese Sendung wird moderiert von Mirko Kannenwischer und Malte Jansen. Schönen guten Abend, hallo. Unser heutiger Studiogast ist der DGL-Projektbeauftragte Franco De Leonardos. Hallo Franco. Hallo Mirko. Franco, jetzt geht's ans Eingemachte. In 2 Tagen ist jetzt das große Finale der Mannschaften in Grappling in Witten. Wird es dies eure beste Veranstaltung sein? Habt ihr irgendwas Besonderes? Ich hoffe doch, dass es die beste Veranstaltung wird. Wir haben gute Arbeit in den Vorbereitungen geleistet, alles steht und ich glaube, genauso wie die Kämpfer können wir es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Franco, die DGL gibt es mittlerweile in der 3. Saison. Du bist als einer der Gründer natürlich schon seit Anbeginn dabei. Wie ist bis jetzt so dein Resümee der letzten 3 Jahre? Also ich glaube, man kann zu Recht zufrieden sein. Vieles kann man besser machen, aber ich hoffe, jeder, der daran teilnimmt oder die ganze Sache verfolgt, sieht, dass da irgendeine Progression am Laufen ist, dass es jedes Mal besser wird, dass wir versuchen, es angenehmer für die Zuschauer zu machen, für die Kämpfer an sich. Und mein Resümee ist, dass ich halt nicht überaus super glücklich bin, weil man immer was verbessern kann, aber ich bin halt, oder wir besser gesagt, wir sind zufrieden. Und es ist halt eine gute Sache für den Sport an sich und ich hoffe, es geht so weiter. Also da kann ich dir nur zustimmen und beipflichten, Franco. Also ich bin ja jetzt auch seit Tag 1 in der DGL als Kämpfer mit dem Team Typhoon dabei und also ich finde, es hat sich seit der ersten Saison einiges an Professionalität und Struktur und wie die DGL sich darstellt und wie die Kampftage ablaufen, einiges getan. Mittlerweile sind die Events hochprofessionell und ich finde einfach, da könnt ihr euch auch selber ein bisschen auf die Schulter klopfen, du und Daniel Ackermann. Da habt ihr was echt Gutes auf die Beine gestellt und ich bin echt gespannt, was die Zukunft DGL noch alles so mit sich bringt. Vielen Dank. Also auch wir, muss ich sagen, von Ground and Pound haben wir auch gemerkt, jedes Jahr ist es besser geworden. Die Qualität ist hochwertiger geworden. Das ganze Equipment ist viel hochwertiger geworden. Und wir bauen natürlich auch drauf, dass wir auch weiterhin partnerschaftmäßig mit euch zusammenarbeiten können. Und deswegen freuen wir uns auch auf dieses Finale. Aber du bist jetzt ja auch der Projektbeauftragte sogar der DGL. Welche Aufgaben hast du eigentlich jetzt im Einzelnen? Als Projektmanager hat man so manches zu tun. Also hin zur Teambetreuung, wo jeder Captain einfach meine Nummer hat oder wir im E-Mail-Verkehr miteinander kommunizieren, wenn es irgendwelche Probleme oder Ungereimtheiten gibt. Mit der Logistik, wir haben immer verschiedene Kampftagen an verschiedenen Kampforten und es ist halt immer ein Aufwand, dort die Leute hinzubringen, das ganze Equipment, was wir parat haben. Das nächste ist halt am Anfang der Saison oder diese dynamische Location-Termine-Geschichte, dass man halt wirklich, so haben wir halt angefangen, erst geguckt, wie viele Teams wir sind, wie viele Teams hier sind, woher die kommen und dann die Kampftage gesetzt haben, beziehungsweise haben wir es letztes Jahr versucht, im Vorfeld schon einigermaßen zu definieren, wo die Kampftage oder beziehungsweise wann die Kampftage sind. Die Kampforte waren fest. Also Location und Termine und natürlich dann die Verantwortung gegenüber den Sponsoren. Wir haben Sponsoren am Start, die unterstützen uns und die haben halt wirklich Anweisungslisten oder beziehungsweise haben wir mit denen Verträge, die wir einhalten müssen und wenn denen was nicht passt, bin ich halt der Ansprechpartner und man muss halt wirklich die Waage, die Mitte, die Balance finden zwischen was die Sponsoren wollen, wie die Location ist, dass man da immer eine Mitte findet, dass einfach jeder da zufrieden ist. Ich teile mir viel Arbeit mit dem Daniel Ackermann, der ist der technische Direktor, übernimmt halt Aufgaben wie, keine Ahnung, Regelwerk anpassen, Regelfragen oder wie dann das ganze Konzept an sich aussieht. Dieses Jahr waren es 2 Divisionen in 2 Gruppen aufgeteilt, dieses Ganze halt ein technischer Direktor, der sich darum kümmert. Und von dieser ganzen Arbeit davon abgesehen stehe ich halt immer als Schiedsrichter in der Mitte. Macht mir Spaß, man kommt halt, das ist der beste Platz, um Kämpfe zu beobachten. Wobei ich auch sagen muss, dass es auch irgendwann einfach reicht, so schön es auch ist. Und deswegen hier mein Anruf, wer Lust hat, Schiedsrichter in der DGL zu sein, der kriegt von uns eine Ausbildung, er wird zertifiziert. Mit dieser Zertifikation kann er halt an den DGL-Kampftagen Schiedsrichter sein, bekommt Geld dafür, kriegt ihr das Benzingeld bezahlt. Also es ist wirklich nicht so, dass der da einfach ein Schiedsrichter ist und auch Spaß an der Freude. Der kann da sich ein bisschen was nebenbei verdienen. Und wie gesagt, das ist der beste Platz, um sich Kämpfe
reinzufahren, anzusehen. Wo kann man das jetzt herkriegen? Ist es auf eurer Website drauf oder wo kann man sich da die Informationen weiterholen? Das ist ganz persönlich. Über Facebook kann man uns anschreiben, über die DGL-Seite, unsere normalen Webseite www.deutschegrapplingliga.de kann man unter Impressum oder Kontakt uns eine E-Mail schreiben, beziehungsweise spreche ich mir die Teams an, die wir sowieso kennen und die mit uns Kontakt pflegen, weil wir legen schon darauf Wert, dass es so bitter es klingt, aber bei uns kommt keiner auf die Matte und ist Schiedsrichter, der nicht unter 8 Kämpfe hat. Also der muss schon ein bisschen gekämpft haben, um diese Erfahrung zu sammeln, weil sonst endet es im Desaster. Und dann darauf können wir aufbauen, auf seine Erfahrung auf der Matte, diese Mat-Time, das ist einfach die Voraussetzung. Wir können keinen Schiedsrichter lassen, der nicht einmal selber gekämpft hat, und einmal reicht nicht, der muss ein paar Kämpfe auf dem Buckel haben, um diese Abläufe, um den Kämpfer zu verstehen, und dann ist er wirklich geeignet dafür. Und wie gesagt, über Deutsche Grappling-Liga, Facebook oder über Ground and Pound, sage ich jetzt mal, darauf finden immer wieder Aufrufe statt. Alle 3 Monate geht eine News raus, dass wir Schiedsrichter suchen. Es ist halt eine schwierige Aufgabe, geeignete Leute dafür zu finden. Aber wir haben Leute im Aufbau, ja. Ist eine Frage der Zeit. Also ich finde es auch wichtig, was Franco gerade angesprochen hat, dass die Leute, die sich dafür bewerben, sozusagen DGL-Schiedsrichter zu werden, dass die ein gewisses Maß an Erfahrung auf der Wettkampf- und auf der Trainingsmatte haben, weil man muss innerhalb von Sekunden unter Umständen schwerwiegende Entscheidungen treffen, die vielleicht über Sieg oder Niederlage des einen oder des anderen Team entscheiden. Und darum ist es also aus meiner Sicht und von meiner Warte aus sehr, sehr wichtig, dass die Leute, die zum DGL-Schiedsrichter ausgebildet werden, so wie Franco selber, extensive Erfahrungen im Grappling-Bereich haben, also selber auf der Matte gestanden haben, vielleicht selber eine Gruppe leiten, sich einfach mit den Techniken auskennen, wissen, wie gefährlich welche Techniken sind unter Umständen, wissen, was die Kämpfer da leisten, damit man auch ein bisschen so mit dem, manchmal wird es halt ein bisschen hitzig zwischen den Ecken und zwischen den Trainern und den Kämpfern unter sich, dass man das alles ein bisschen handeln kann. Also ich finde es echt wichtig, dass die Leute, die zukünftig in der DGL Kämpfe schießen, dass die einen gewissen Erfahrungsschatz zurückgreifen können, um das überhaupt handeln zu können. Ich finde, die müssen auch so eine gewisse Integrität und Autorität ausstrahlen. Die müssen auch, muss nicht vielleicht jeder, aber sollte man schon irgendwie ein bisschen bekannt sein in der Szene sozusagen, dass man auch irgendwie, dass die Leute einfach vollnehmen, als wenn man da jetzt, ich sag jetzt einfach mal aus dem blauen Haus, so einen 16-Jährigen dahinstellt, der irgendwie zweimal auf der Matte stand und dann versucht, irgendwie so ein DGL-Finale zu schießen. Also das finde ich schon echt einen wichtigen Punkt, aber bis jetzt macht es ja eigentlich der ausschließlich Franco und Daniel, und die haben mehr als genug Erfahrung auf dem Buckel und sind von allen Leuten respektiert, und also bis jetzt haben wir da nur gute Erfahrungen gemacht, sowohl als Zuschauer als auch ich als Kämpfer oder unser Team insgesamt. Franco, am Samstag findet das Finale in Witten statt. Was können die Zuschauer und die Sportler, also die Athleten, an dem Finaltag am kommenden Samstag alles erwarten? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe mal, dass die Teams wirklich Kämpfe bieten, die Zuschauer begeistern, dass am Ende des Kampftages wirklich verdient das beste Team gewinnt, wo wirklich die anderen Teams einfach auch wirklich dem King wirklich es gönnen, weil es einfach der Beste war, wo jeder nach Hause geht, ob gewonnen oder verloren hat, und sagt, das war eine gute Veranstaltung, das war ein guter Kampf. Es ist, jeder kämpft für sich alleine, doch am Ende entscheidet halt die Teamwertung. Das ist halt wirklich dieses Paradoxum bei diesen Team-Battles. Man kann einen guten Kampf geleistet haben, aber das Team hat trotzdem verloren. Aber die Gesamtstimmung soll halt sein, dass da der Beste gekrönt wird. Nach dieser ganzen Selektion über die Kampftage hinweg, bei den 2 Divisions haben sich jetzt 8 Kandidaten herauskristallisiert. Die werden es jetzt unter sich ausmachen am Samstag mit einem fairen Wettkampf, mit einem harten, fairen Wettkampf, wobei dann am Ende einfach einer herauskommt, wo man wirklich sagen kann, das ist ein deutscher Meister, und dass einfach jeder den Hut vor dem zieht, wie es jetzt auch, ich finde, einfach die letzten 2 Male war, gegen Sparta Essen, Überraschungskandidat damals, aber der hat seinen Props, seine Credits, seinen Respekt gekriegt. Gegen Mainz letztes Jahr hat jeder eingesehen, das war die bessere Mannschaft. Und so soll es auch dieses Jahr wieder sein. Für die Zuschauer hoffe ich, dass die spektakuläre, dynamische Kämpfe sehen. Die Location ist Hammer. Wir werden die so schön dekorieren. Es wird ein Genuss für die Kämpfer. Es wird ein Genuss für die Zuschauer. Die Regeln werden wieder erklärt. Die Location ist geil. Also für die Zuschauer an sich, dass man sich da wirklich hinsetzen kann. In Ruhe
keiner vor einem läuft und die Sicht versperrt. Es ist übersichtlich, eine Kampfmatte. Ich kann nur sagen, wer das verpasst, der verpasst wirklich was. Wobei verpassen ja auch gerade ist, ihr habt ja noch zwei Frauen-Superkämpfe. Das ist ja halt sozusagen wieder im Programm, das gab es ja schon mal bei der DGL. Wie kam es jetzt zu dieser Neuauflage nochmal? Wir wollten halt das Finale zu was Besonderem machen und wie gesagt, wir bemühen uns, diesen Sport voranzubringen. Dazu gehört auch das Frauen-Grappling. Wir haben hervorragende Kämpferinnen in Deutschland, die haben etliche Siege mit in die Heimat gebracht. Und mit diesen zwei Superfights, mit dieser Reihe, die wir parallel zur DGL starten, dieses Queen on the Mat, versuchen wir halt dem Frauensport, dem Frauengrappling auch eine Plattform zu bieten, wo sie sich präsentieren können. Und das ist mit diesen zwei Titelkämpfen, glaube ich, gelungen. Das sind vier hochqualifizierte, hochrangige Kämpfer. Die werden halt ein bisschen nach Special Rules kämpfen, aber ich hoffe, dass es attraktiv wird für die Zuschauer und dass wir so einen Teil zurückgeben können an die Grappling, an die Frauengemeinschaft, die diesen Sport praktizieren. Auf der Matte sind alle gleich und das Letzte, was wir von der DGL machen würden, ist uns dem gegenüber zu blockieren. So zeigen wir, wir fördern das. Wer weiß, was die Zukunft bringt, das ist unser erster Schritt. Wie schon mal gesagt, für einen kompletten Ligabetrieb reicht halt nicht die Anzahl der Frauen, die diesen Sport praktizieren. Aber wie gesagt, das ist unser Step dahin, unser Schritt dahin, ja. Du hast es gerade schon angesprochen, Franco. Das Niveau in Deutschland, speziell der Frauen, ist schon relativ hoch. Sie haben auf internationalen Turnieren schon einige Medaillen mit nach Hause gebracht. Du hast auch gerade angesprochen, eine Frauenliga wird es wohl auf absehbare Zeit nicht geben, weil es halt noch zu wenig Frauen gibt, die den Sport machen, um ein ganzes Team in 7 Gewichtsklassen oder wie viele Gewichtsklassen es dann auch im Endeffekt sein werden, aufzustellen. Wie seht ihr denn die Chance, dass es eine Einzelmeisterschaft der Frauen, was es ja in dem Männerbereich gibt, die traditionell auf der FIBO stattfindet, wie wahrscheinlich seht ihr es, dass es wenigstens so ein, sagen wir mal, so eine Einzelmeisterschaft der Frauen in Zukunft geben wird? Ich glaube, dass die Möglichkeit ziemlich hoch ist, dass das passieren wird. Wir schauen jetzt mal, was in der nächsten FIBO passiert. Die Planungen laufen ja und also wir sind von der Deutschen Grappling Liga nicht dagegen, nicht abgeneigt und das ist eine super Idee. Hatten wir auch schon mal letztes Mal in Ansicht, aber wir haben halt die Angst, dass wir das anbieten und die Pools bleiben dann leer und aber wie gesagt, das ist ein wachsender Sektor und wir werden das auf jeden Fall abdecken. Das nächste Mal. Denke ich auch, dass da einiges an Potenzial ist. Auch wenn es, weiß ich nicht, für 7 Gewichtsklassen bei einer Einzelmeisterschaft reichen würde, so könnte man ja rein hypothetisch sich überlegen, wir machen 2, 3 Gewichtsklassen und mal gucken, was passiert. Einfach mal so als Special Happening. Tut nur dem Grappling in Deutschland einfach nur gut, wenn man irgendwie auch die verstärkt, irgendwie versucht, die Frauen-Grappling-Szene damit einzubeziehen, was ihr natürlich mit den Superkämpfen jetzt schon macht. Wir versuchen halt wirklich, nächstes Jahr haben wir Neues, also ein paar Leute, wir eine Umstrukturierung im Team an sich und wir versuchen halt wirklich, jetzt laufen schon die Gespräche für die Frauen, einen Kandidaten, einen weiblichen Kandidaten zu finden, der wirklich diesen Sektor übernimmt und uns hilft, bei uns ein offizieller wird und der das einleitet. Wie gesagt, die Gespräche laufen schon und man muss halt mal abwarten bis zum nächsten Jahr, da wird sich ja einiges ändern. Okay, cool. Ihr bekommt da wirklich Zuspruch von allen Seiten, ob es nun die Fans sind oder auch die Sponsoren. Wie stolz seid ihr eigentlich jetzt nach den 3 Jahren auf das Produkt Deutsche Grapplingliga? Tja, das ist wieder mal eine gute Frage. Also stolz ja, aber nicht nur auf uns, sondern wirklich, wenn man da auf der Matte steht und auch die Kämpfer und die Teams sieht. Ich weiß noch, wie es angefangen hat, wie die Leute da aufgelaufen sind, aber dieser ganze Spirit, der ist wie ein Feuer entflacht. Die Leute laufen mit ihren Teamklamotten ein, die Leute werden immer mehr zu Teams, die trainieren zusammen und dass dieses Uhrwerk jetzt einfach komplett tickt und jeder ein Zahnrad ist, der seine Aufgabe hat, das macht mich stolz. Also wie gesagt, auf stolz ja, aber nicht nur auf unsere Leistung, also mit diesem ganzen Rahmen, den wir schaffen, sondern auch was in diesem Rahmen passiert sind, wie sich das mit den Teams entwickelt hat, wie die Leute miteinander trainieren und wie gesagt, also vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber ich finde, die Kämpfe werden einfach immer besser von den Teams. Also die werden immer besser. Also ich zuck mit bei den Kämpfen, weil manche Kämpfe sind einfach abgefahren. Also die würde ich mir auch gerne einfach mal im Publikum anfahren. Deswegen hier nochmal der Aufruf, wenn irgendjemand Schiedsrichter sein will, wir bilden euch aus, wir zertifizieren euch, ihr könnt bei uns Geld verdienen, wir brauchen Schiedsrichter. Ich will mir die Kämpfe auch mal von außen angucken.